ein Spinnenfetisch, was auch immer das ist. So. Hier ist nichts. Aha. Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die Roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die Gelben, die bloß nicht. Die können auch töten, die... Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Ladung. Was? Oh, Sie... Sie meinen das Mädchen, Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Oh, der war aber schnell jetzt. Jetzt fummelt er erstmal so ein bisschen an seinen Pilzen rum und wir gehen hier in sein Haus. Gucken ja mal das Ganze an, ja, ein bisschen unaufgeräumt, nicht abgewaschen, dreckigen Scheiß hier rumstehen, Mann, was ist das denn, ist ja nicht vorbildlich. Und wir klauen ihn erstmal natürlich sein Geld, $6, nicht viel, aber immerhin. Und ach, Gunst vor Saale, da werden wir mal Self-Service, ja, werden wir ja uns mal bedienen. 430 Tacken haben wir. Nur durch den Verkauf von Scheiße. Okay, MPs. Was haben wir hier? Nix Neues. Okay. Munition können wir auffrischen. Mache ich auch gleich. Können wir unsere Konsumartikel wieder auffüllen? Ja, komm, wir haben die Kohle. Wir sind scheißereich. Wir machen das immer. Alle auf den neuesten Stand. Und ab nach oben. Verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Ja. Und warum können wir jetzt hier nicht mehr rein? Lass mich doch mal rein. Perversling. Was du jetzt mit der Dame machst, will ich jetzt nicht wissen unbedingt. Ne? Ja, gut. Telefon? Telefon? Kein Telefon. Okay. Na komm. Der muss natürlich erstmal springen, um da hinzukommen. Hier würde ich auch gerne mal einen schönen Grillabend verleben. Die Aussicht ist geil. Guckt euch das an. Das sieht doch geil aus. Hier noch einen Grill hinstellen, so mit einem kleinen Drink. Ja, schönes Buch, vielleicht ein paar Leute. Wäre super. Echt. Sehr geil. So, jetzt werden wir hier mal runter. Na komm. Und dann werden wir die Wildschweine, die da unten auf uns warten, begrüßen. Da, die da unten sind. Ja, ist gut. Die werden wir erstmal markieren und dann abschießen.
Egal. Zwei reichen erstmal. Sind doch nicht im Westen. Ist mir doch egal. So, wo ist das andere Wildschwein? Hier. Wir haben hier noch Schätze. Was? Anleitung ist fertig. Munitionsbeutel, super wichtig. Ein Büffelfell. Haben wir eins, deswegen hatte ich das ja vorhin auch noch gekillt, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe. Und Munition brauchen wir ganz viel, ohne Ende. So, hier Schätze, genau, so bei Schätzen war ich da vorne. Da gibt es wieder Kohle und ein Smartphone. So. Und noch eins. Ich glaube, für mehrere Bauanleitungen brauchen wir so ein Wildschweinfell. Genau. Diesmal für Brennstoff. Und dann brauchen wir Commodore-Waran. Dafür haben wir das gebraucht. Jetzt brauchen wir den Gelbnacken-Kasua. Okay, ein starker Brennstoff. Wie viel? Na ja, gut. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt so oft benutzen. Aber auf jeden Fall können wir es, wenn wir wollen würden. Und wir gucken uns mal die Küste hier an. Hallo? Ich habe nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Ja, in der letzten Aufnahme habe ich den Rückweg einfach mal benutzt. Quasi dort, wo man denn aus der Höhle rauskommt. Aber es ist nichts passiert. Der Pilz, den man da eigentlich in dieser Höhle findet, der ist dann halt einfach nicht da, weil man nicht den Weg genutzt hat, den man eigentlich hätte nutzen müssen. Was ich sehr schade finde. Ne? Wenn man dieses Spiel kennt und weiß, wo sich dieser Pilz befindet, dann kann man doch den Leuten ruhig mal erlauben, eine Abkürzung zu nehmen. Oh, da sind wir. Schneller schwimmen, links shift. Und das werden wir auch gleich mal tun. In der Hoffnung, dass wir hier nicht ersaufen. Und ich denke, das werden wir auch nicht. Da ist schon... Yeah. Der rettende Sauerstoff. Da geht's lang. Okay. Und da werden wir auch mal langgehen. Weiß hoffentlich, was er tut. Boah. Eigentlich schon. Todessprung. Todessprung. Ja, das mache ich auch gleich. Ich hatte immer gehofft, dass es hier einen anderen Weg gibt, aber den gibt es leider nicht. Wir müssen nämlich diesen Weg hier nehmen. Und gleich werden wir mal einen tiefen Atemzug nehmen. Und uns hier den Scheiß reindrücken. Und zwar jetzt gleich. Yeah, Baby, das wird so eine Optik. Komm, Baby. Wow. Wow. Was für dreckige Pfoten. Ja. Ach, was für dreckige Pfoten, du. Musst du mal waschen gehen. Du warst gerade im Wasser. Mann. Okay. Gehen wir mal hier lang. Ich mag ja die Roten. Na, geh mal los. Komm. Du bist wach. Vielleicht. Nicht ganz. Moment. So. Was erwartet uns hier? Eine geschlossene Wand. Okay. Nochmal einen tiefen Atemzug. Die Luft ist selten. Nicht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Das Studio hat angerufen, ich hab die Rolle.
Ich guck mich mal hier ein bisschen um. Dass sich die Blätter bewegen, das liegt an dem Zeug, das wir gerade zu uns genommen haben. Das kann ja nicht normal sein, ne? Na komm, spring. Na, spring doch mal hoch hier. Ich will mich hier umsehen und will mal gucken, was hier los ist. Nüscht. Anna. Rennen kannst du nicht. Nee. Ich drück die Großstelltaste auf Englisch Schiff. Und nichts passiert. Rennen kann er nicht, aber umgucken können wir uns. Nichts passiert. Ja. Jetzt wird alle lila. Gut. Oh, Silvester ist auch schon. Nee, doch nicht. Das müssen die Pilze sein. Oh, lila. Schöne Farbe. Was sind das für Räuche? Aha. Ja. Nichts Spannendes hier eigentlich. Hier könnte eigentlich so ein verstecktes Kästchen irgendwie so sein, in dem wir irgendwas ganz Tolles finden. Aber nada nix, niente. Geh doch mal hin da. Hallo. Ja. Ich setz fest. Ah, jetzt haben wir Glück gehabt. Sind wir noch rausgekommen aus dem Back? Können wir wieder zurück? Ja, tatsächlich, wir können wieder zurück. Aber wollen wir nicht. Wir wollen jetzt zu dieser Illusion, zu diesem bisschen irgendwas. Das soll jetzt bestimmt das Haus vom Dr. Ernert Hallo? Sein. Wow, der hat aber so ein Zeug drin hier eigentlich. Er macht die Tür. Ah, da ist er. Wow. Heilen. Wie soll ich mich heilen? Ich war eigentlich doch gerade, naja, gut. Ich sag nichts. Ich heile mich einfach. Da ist einer. Ja, das sind nur Fledermäuse. Warum nimmt er nicht gleich das ganze Ding mit? Oder die Hälfte zumindest. Da hat er doch gleich wesentlich mehr. Ich brauch nicht nochmal hier langlaufen. Gut, ich will nicht meckern. Die grüne Pflanze, die wird wohl oben sein, also über uns, über der Höhle. Wow, wie lange war ich da unten? Na, ganz lange. Ganz, ganz lange. Und hoch da. Ich guck natürlich für euch hier extra nochmal runter. Das geht hier ganz tief ins Wasser. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen jetzt zu Dr. Earnhardt. Na los. Hallo. Alle Ranken hier auf der ganzen Insel, die sehen alle gleich aus und die sind alle gleich stabil. Die werden wahrscheinlich aus Plaste sein und überall angebracht worden sein, damit Jason Brody hier hochkommt. Das ist alles nur für uns hier in Szene gesetzt worden. Ist alles nur Fake. Diese... Diese Pseudo-Ranken hier. Reichen Sie die Spitze der Klippen, um zu Dr. Leonards Haus zu gelangen? Okay. Ab ins Gewächshaus, um den Kalevala hier mal das Zeug in die Hand zu drücken. Dann sitzt er und hinter. Oh, Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh ja. Die habe ich schon genommen. Ja. Ich habe die Pilze.
Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Los, sehen Sie nach ihr. Alter, der ist ja voll auf Zeug hier, der Dr. Ernard. Aber richtig. Hier haben wir noch ein Healspack. Super, danke. Das nehmen wir natürlich. Und hier rein, wenn wir unseren Scheiß mal verticken, ja. In der Hoffnung, dass das Spiel nicht abstürzt. Yeah, okay, alles gut. Munition. 90 Schuss. Super, okay. Dann wollen wir mal gucken nach der Dame. Jason. Wie geht es dir? Oh, du konntest fliehen. Das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist? Grant, er... Hör auf! Daisy. Nein! Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ja. Ganz sicher? Geh. Jason? Wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Können wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber vier meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vaas Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes. Dir kann ich nichts abschlagen. Natürlich können sie bleiben. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Ich komme klar. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Also, ja, erstmal ans Telefon. Wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin, ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Und Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatau wird dich weiterbringen. Ja. Der Ruf der Medusa, da werden wir jetzt mal hin. Das war jetzt schon ein bisschen sehr emotional. So, der eigene Bruder verreckt an diesem Piratenspacko. Und alle müssen dran knabbern. Neues Tutorial. Wenn du in der Story vorankommst, schaltest du neue Anleitung frei. Stelle Spritzen für temporäre Verbesserungen her. Stelle Ausrüstungsstücke her, um deine Inventarkapazität zu erhöhen. Fortschritte machen.
Überprüfe dein Fortschritt im Handbuchmenü für abgeschlossene Missionen, aktiviere Funktürme und befreie Ausposten. Die nächsten Belohnungen. Ja, Schnellreise. Die Schnellreise wissen wir schon. Wir wollen die Ziegen und Yakasua. Da fliegen wir rüber. Die Mission ist dort hinten. Ich würde jetzt hier rüberfliegen, um diese Kasua-Scheiße zu machen. Damit wir hier mal was auf die Kette kriegen. So, wo ist denn jetzt hier eigentlich? Andere Richtung. Da hinten. Genau, da unten, da hat irgendwer, warum auch immer, eine Kiste abgestellt. Einfach sinnentleert. Ohne irgendwie da einen Grund zu haben. Einfach an die Klippe so ein Ding hinzustellen. Yeah, Hängegleiter. Hängegleiter sind für Leute, die sich Flugzeuge ansehen und denken, wozu eigentlich ein Motor? Oder für Leute, die, wenn sie von der Turbine eingesaugt werden, kreischen, warum fliege ich auch mit einem Hängegleiter? Ja, genau. Bevölkerung. Dr. Alec Earnhardt, Chemiker, im weitesten Sinne des Wortes, verdient sein Geld mit dem Verkauf von Drogen auf dem Schwarzmarkt, hauptsächlich an Piraten und Söldner. Aus Zeitungsarchiven weiß ich, dass er aus London nach Rook Island kam, nachdem seine zweijährige Tochter Agnes aus dem Fenster seines Apartments 10 Stockwerke in die Tiefe geschmissen hat. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, die eigene Tochter. Ja, Gleitung, Gleiter, Scheißen, Dreck, das ist mal. Rook Island da unten, da will ich hin. Nach Wuchala, nicht hier in Holland, sondern hier. Rook Island. Die eigene Tochter, da ich ja selber Vater bin, ist es echt grausam. So. Komm. Also, dass der Dr. Earnhardt sich da einfach mal Pilze in den Kopf schmeißt, kann ich nachvollziehen. Würde ich vielleicht auch selber machen. So, hier, Kasua. Bin ich hier richtig? Definitiv richtig hier. Ich will mir hier nämlich die Häute der Kasua-Viecher holen. Um Portemonnaie vergrößern zu können oder beziehungsweise irgendwas anderes basteln zu können. Man braucht ja diese Portemonnaies, diese Haut von den Kasua-Viechern.